So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein CSGO Overwatch. Und zwar haben wir gestern wieder ein paar Runden gezockt und es war richtig krank. Also in unseren Augen ziemlich safe. Wir haben auch danach die Demos angeschaut. Hacker im Gegnerteam. Ich weiß nicht, mein Bruder hat parallel auch gezockt mit paar Leuten und hatte genau das gleiche Empfinden. Ja, dann habe ich gedacht, komm, dann hauen wir mal wieder ein Overwatch raus. Vielleicht kriegt man was Interessantes. Und ja, wir starten hier auf der T-Seite. Warm-up war am Laufen. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr das Ganze auch relativ einfach beurteilt in den Kommentaren. Das hilft immer ziemlich gut, weil mehrere Augen sehen mehr und haben auch vielleicht die ein oder anderen einfach viel mehr Erfahrung als ich. Und ja, jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Ist jetzt noch nichts Fischiges. Ah, es ist immer noch Warm-up. Ich habe gerade gedacht, das wäre schon abgelaufen, aber ich glaube, das war gestern auch mal so, dass das Warm-up gerade abgelaufen war und dann fängt es irgendwie, war die Zeit nochmal länger oder irgendwas oder keine Ahnung, doch nie, noch jemand nicht connected. Ich habe auch gerade so gedacht, so Moment mal, die rennen los in der ersten Runde mit AK oder was? Oh Mann. Jo, dann gucken wir mal. Komisch, dass jetzt schon im Warm-up das ist, aber der hat vielleicht schon fischige Aktionen im Warm-up gebracht, aber bis jetzt kann ich hier noch nichts entdecken. Aber man sollte den Abend nicht vor dem Morgen loben oder wie auch immer. Oder nicht so mal, wisst ihr, was ich meine? Ist ja auch egal. Match startet jetzt. Richtig jetzt, ja. Hier eine CZ, der Kollege. Ja, mit der gut trifft, kann man der in der ersten Runde richtig gut regeln. Was macht der jetzt? Will er jetzt tauschen mit der Tech9 oder was? Oder ich habe schon direkt eine Vermutung, dass der vielleicht wegen Griefen gemeldet wird. Aber es ist wirklich nur so eine Vermutung, weil der den gerade so ein bisschen blöd im Weg gestanden ist. Und man sieht ja auch immer nicht, was die unten rein chatten. Das ist teilweise, denke ich, ganz gut, weil es einen vielleicht beeinflussen würde. Aber andererseits ist manchmal wäre es ganz witzig oder ganz interessant zu sehen, was geht. So, jetzt hat er eine Schrotze und... Jo. Geht nicht AFK. So, der ist direkt close, einer. Der steht jetzt hier drin und blockiert oder was. Und der kann mit der Bombe nicht rein. Gut. Wäre jetzt auch noch nicht so wichtig, hier reinzukommen. Frage ist nur, warum der andere nicht rausgepusht ist. Aber gut. Die hat gesessen, Nate. Der hat gesteppt auf jeden Fall. Kann man machen. Also ich tippe jetzt einfach mal, dass der nicht wegen Hacken oder Cheaten gemeldet worden ist, so wie er spielt. Und dass es aufs Griefing herauslaufen wird oder laufen sollte. Ja, okay. Jo, dann gucken wir mal weiter. Die CT-Seite hat jetzt gekauft. Eine AW-Scout, M4, 2 MP7, eine Scout AK und eine Mac-10. Kommen jetzt hier die Oberschüsse mit der Scout, oder? Also Wallhack würde ich jetzt schon mal ausschließen, sonst würde er schon längst rüberziehen und Pit rein-aimen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich bin immer noch der Meinung, er geht halt auch nicht mit seinem Team mit. Weiß nicht, man kann das mal machen. Okay, das war ein guter Headshot, aber auch nichts richtig Krankes. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich hier noch entwickelt. Vielleicht macht doch einfach in den nächsten Runden Raycheck an oder was weiß ich was. Ich habe eh das Gefühl, dass jetzt natürlich, wenn CSGO wieder im Angebot war, dass es einfach überläuft. Ich weiß es nicht. Also gestern war es richtig, richtig heftig. Wir hatten das Gefühl, also wir sind jetzt auch nicht irgendwelche Flamer, die gleich reinflamen,
wenn einer mal besser ist oder einer vielleicht auch mal gut drückt. Man kennt es ja selber von sich. Ab und zu haut man einfach richtig kranke Kills raus, wo man selber denkt, okay, ich weiß nicht, dafür würde ich mir im Overwatch vielleicht was drücken. Aber man muss es natürlich immer so auch immer im Overwatch beurteilen. Wenn der jetzt einmal eine kranke Aktion macht, würde ich ihm deswegen wahrscheinlich nicht einfach ein Aimbot oder Wallhack oder irgendwas reindrücken. Weil jeder genau eigentlich weiß, es gibt manchmal die Tage, wo man so Dinge rausknallt, aber die gestern waren definitiv ultra fishy. Ja, okay. Das gibt ein Griefing, also. Ah, was laber ich denn? Ist doch Tee, was ich. Oh Mann, ich bin so unkonzentriert. Ich wollte gerade sagen, warum tötet der den nicht? Es ist aber auch noch früh morgens, ich bin noch nicht lange wach. Von dem her entschuldigt mich das. Aber gut, da hätte man vielleicht was draus machen können aus der Runde. Jetzt gehen sie nochmal lang, kriegt jetzt hier den Pick, den First Pick mit der Scout. Naja, geht natürlich, mache ich auch immer so mit dem Messer mal raus. Kann man mal machen. Mit dem Messer facen. An der Stelle vor allem. Jetzt blockt er wieder. Naja, keine Ahnung. Ist jetzt grenzwertig. Bin mal gespannt, ob er noch irgendwie reinfliegt. Jetzt spielen die Full Team Scout oder was? Jetzt ganze Team trollt oder was? Oder keine Ahnung. Jetzt blockt er halt hier rein oder? Ist, glaube ich, zumindest mal ultra der Fischi. Ja, der kriegt einfach für Griefing. Weil sowas geht einfach nicht, dass er da im Weg steht. Egal, ob die jetzt 4 Scouts haben oder nicht, das geht nicht, dass er da jetzt drin steht, blöd, und die Leute blockiert. Vor allem an der wichtigen Stelle, die sind ja komplett, können nicht vorne raus, weil A lang was steht und jetzt kommt der von hinten und holt die wahrscheinlich auch noch weg. Macht noch Geräusche die ganze Zeit. Also kriegt Defi ein Griefing reingedrückt. Würde ich jetzt schon mal sicher behaupten und dann gucken wir eben nochmal weiter, ob da nicht vielleicht doch noch irgendwas Krankes rauskommt. Jetzt wirft er die Bombe nach hinten. Ja, okay, der kriegt safe und Griefing reingedrückt. Sowas geht halt gar nicht. Richtiges Anti-Mate. Sowas ist richtig ätzend. Wenn du wirklich was reißen möchtest und gewinnen möchtest und du bist vielleicht gerade nur 4er Premade oder was weiß ich, spielst alleine, sei es drum, aber du hast so einen im Team. Das ist richtig nervig. Und kennt wahrscheinlich auch jeder. Verstehe ich auch nicht, warum Leute sowas machen. Ich weiß nicht. Und da bin ich auch echt froh, dass ich den jetzt im Overwatch erwischt habe. Bei dem werde ich definitiv einen Griefing reindrücken. Weil ich persönlich hasse sowas ultra, weil es ist einfach ein CSGO aus dem Teamspiel. Da brauchst du jeden Mann. Du kannst zwar, wenn du total krank drauf bist, kannst du einen vielleicht noch carryen oder kannst da noch was machen. Aber es ist einfach ein Teamgame und normal ist es so, dass du wirklich jeden Mann brauchst. Und wenn dann einer so gegenarbeitet noch, der ist jetzt nicht mal nur schlecht, sag ich mal, dass man sagt, okay, der hat jetzt halt einfach nicht das krankste Aim oder was weiß ich was, ist ja alles kein Thema, aber wenn du dann halt noch so blockierst und lauter so Scheiße machst, das ist einfach, darf nicht sein und bin ich auch froh, dass sowas mit Overwatch, dass man sowas ahnden kann. Und das ist auch für mich jetzt schon gegessen irgendwie so, ich weiß es nicht. Wenn du so Aktionen schon probierst oder sonst irgendwas, dann kann der jetzt auch noch reißen, was er will. Dafür kriegt er auf jeden Fall ein Griefing reingedrückt. Er geht halt auch nicht mit dem Team mit oder sonst irgendwas. Er hat jetzt die Bombe bewacht, okay. Wir haben eine Runde bekommen, aber da blockiert er und da ist ein safe Griefing auf jeden Fall. Da müsste ich auch gar nicht mehr weiter schauen. Ich will jetzt nur noch schauen, ob er noch irgendwie doch vielleicht in den letzten Runden irgendwie sich anfängt zu drehen oder was weiß ich was, um da dann gegebenenfalls auch noch was eben zu drücken. Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob das komplette Team irgendwie schon vielleicht auch schon das Spiel hingeworfen hat und keine Ahnung, aber der Kandidat bekommt auf jeden Fall rein. Ja, das ist sowas geht gar nicht, aber man sieht hier glaube ich schon so, das ganze Team spielt nicht mehr serious. Will ihm jetzt noch einen Teaser reinrammen oder was? Ja, ich glaube auch nicht, dass da noch viel kommen wird. Ich verstehe auch nicht, warum machen Leute sowas? Warum? Ich weiß es nicht.
Dann sollen die, ich weiß nicht, Mario Kart oder was weiß ich was spielen, wo die so einen Scheiß machen können. Aber hier in CSGO ist schon relativ, sag ich mal, man kann mal Scheiße machen. Aber das, was der macht, das ist einfach nur peinlich und richtiger Lappen eigentlich. Da hoffe ich auch auf jeden Fall, dass die anderen Overwatcher das genauso beurteilen werden und dass der Kandidat einfach einen Overwatch-Bon bekommt. Für Griefing. Und dann soll er halt auf seinem nächsten Smurf-Account oder was weiß ich weiterspielen. Jo, das hat auch ziemlich früh angefangen. Ich denke mal, da wird echt nichts mehr kommen. Jetzt so richtig Spektakuläres. Der wird da wieder geblockt. Ist einfach lächerlich, ja. Da wirft er seine Waffe weg. Nice. Da kommt einer. Er schießt nicht mal mehr. Er ist lächerlich. Also da braucht man nicht zu diskutieren. Schreibt mal rein in die Kommentare, was ihr von so Lappen haltet. Und ja. Dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.